Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Herr Hahn, ich kann auch Wahrheiten aussprechen, wenn Herr Zastrow da ist. Seit der Lehrerberuf ist wieder ein Vollzeitberuf. Das ist nicht länger nur eine Forderung, sondern es ist seit letzter Woche das, was es sein muss, nämlich eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, wir sind alle erleichtert über die Entscheidung, die getroffen wurde. Die Entscheidung, dass Lehrer wieder Vollzeit arbeiten können und dass es eine Einstellungskultur geben muss. Die Entscheidung ist, denke ich mal, ein wichtiges Signal an die Lehrer, aber auch an die Eltern und Schüler. Und sie ist vor allem ein wichtiges Signal an die Lehramtsstudenten in Sachsen. Denn endlich haben sächsische Nachwuchspädagogen wieder eine klare Perspektive im sächsischen Schulwesen. Ich weiß, die Diskussion in den vergangenen Wochen war nicht einfach. Das war in den Lehrerzimmern zu spüren, aber es war natürlich auch hier im Sächsischen Landtag zu spüren. Und es galt, viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Auf der einen Seite natürlich die Entwicklung des Landeshaushaltes, das Ende des Bezirkstarifvertrages, aber natürlich auch das berechtigte Anliegen der Lehrer, in die Vollzeit zurückzukehren. Und es kommt hinzu, die Notwendigkeit eines Einstellungskorridors, weil klar ist, die jungen Lehrer brauchen wir schon heute. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung der Staatsregierung letztlich eine verantwortungsvolle Entscheidung, sowohl zur Vollzeit zurückzukehren, als auch einen Einstellungskorridor zu schaffen. Und es zeigt auch die klare Schwerpunktsetzung der Staatsregierung hin zu der Sicherung der Qualität im sächsischen Schulwesen. Und es zeigt, dass die Koalition bereit ist, auch jetzt schon den zukünftigen Lehrerbedarf sichern zu wollen. Letztlich war die Entscheidung aber auch alternativlos. Denn spätestens nach dem zwischenzeitlichen Abbruch der Gespräche war klar, dass die Zwangsteilzeit nicht durchsetzbar war. Und klar war auch, dass Änderungskündigungen keine Option waren. Denn das hätte das Klima in den Schulen völlig vergiftet und einen Einstellungskorridor verhindert. Und die Entscheidung, so positiv sie auch ist, hat natürlich eine Kehrseite. Sie führt zu Mehrausgaben bei zurückgehenden Einnahmen. Und da ist es an der Zeit, Schwerpunkte zu setzen. Und der wichtigste ist, dass wir jetzt die Bildungsqualität in Sachsen sichern müssen und das, was wir vereinbart haben, beispielsweise bei der Oberschulreform, auch weiter verbessern wollen. Und klar ist, wer Schwerpunkte setzt, der muss auch anderes hinten anstellen. Und auch muss man sagen dürfen, dass nicht alles, was unter Bildung firmiert, was dieses Etikett trägt, auch letztendlich unseren Kindern hilft. Und deswegen müssen wir Prioritäten setzen. Und die erste Priorität war, dass wir jetzt einen Einstellungskorridor für junge Lehrer schaffen und dass die Lehrer zurück in die Vollzeit zurückkehren können. Und jetzt sind wir vor der schwierigen Aufgabe, weitere Prioritäten für eine bessere Bildung in Sachsen zu setzen. Das muss ich, das sage ich ganz deutlich, auch im nächsten Doppelhaushalt wiederfinden. Ich bin mir aber sicher, dass das auch wird. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Giegengack.